Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Jetzt echt mal ein harter Schnitt, ne? Und damit sage ich an dieser Stelle einfach erstmal Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu The Elder Scrolls 4 Oblivion, das hoffentlich ein kleines bisschen stabiler läuft als der Vorgänger, der mir in den letzten Tagen echt einige technische Schwierigkeiten bereitet hat. Was auch der Grund ist, wieso ich das leider pausieren musste und mit dem Spiel hier jetzt quasi so ein bisschen als Ersatzprojekt hier durchstarte. Das bedeutet nicht, dass wir Blood Moon nicht noch zu Ende bringen werden. Ich werde mein Möglichstes versuchen, um das noch irgendwie zu ermöglichen. Aber in der Zwischenzeit hätte ich schon ganz gerne so ein bisschen Content auf dem Kanal. Und deswegen habe ich auf Discord so eine kleine Umfrage gestartet und ja, basierend auf dem Ergebnis sitze ich hier jetzt, aber zumindest wenn alles so läuft, wie ich es geplant habe, müsste ich rein theoretisch morgen noch eine weitere kleine Überraschung für euch haben. Da könnt ihr euch an dieser Stelle schon mal ein bisschen drauf freuen. Und da muss ich an der Stelle noch kurz sagen, meine Fresse, das war aber ein ziemlich lautes Intro. Ich will es nicht ausschließen, dass ich jetzt gleich hier in der ersten Folge eventuell nochmal so ein kleines bisschen an den Audioeinstellungen rumhantieren muss. Die Videoeinstellungen müssten so rein theoretisch passend sein. Ich habe sämtliche Details auf maximale Einstellungen gestellt. Also Oblivion müsste rein theoretisch so gut aussehen, wie es nur aussehen kann, ohne dass man da halt noch mit irgendwelchen Mods dran geht. Also vom Basisspiel ausgehend, denn wer mich kennt und wer meine Let's Plays zu Morrowind und zu Skyrim gesehen hat, der weiß, dass ich eigentlich gar nicht so der große Mod-Fan bin und eigentlich eher so in Richtung Vanilla spiele. Oblivion kenne ich noch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß nicht, wie die Story läuft. Ich weiß nicht, was fürs Gameplay sinnvoll ist. Das hier ist ein komplettes blindes Let's Play. Ich harre der Dinge, die da eventuell so auf mich zukommen könnten. Und ich bin schon recht gespannt. So ziemlich das Einzige, was ich über dieses Spiel weiß, ist, dass es full-blown Level-Scaling beinhaltet. Das heißt, wenn ich zu schnell zu weit auflevele, werden die Gegner so stark, dass ich da nicht mehr mithalten kann. Ja, und irgendwann laufen dann die Banditen in den Götter-Adamantium-Superrüstungen mit den Megaschwertern rum. Und wollen mich aber aufschlitzen, weil ich gerade 5 Taler in der Tasche habe.
Ja, das ist ja so einer der größten Kritikpunkte an Oblivion gewesen. Abgesehen davon, dass Oblivion natürlich das erste Spiel gewesen ist, das damals bezahl-downloadable Content, also den Bezahl-DLC, angeboten und damit auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich hier auch salonfähig gemacht hat. Ich spreche natürlich von der legendären Pferderüstung. Ne? Komplett kosmetisches Item, gab es zum Runterladen, musste man sich vorher kaufen, musste man für bezahlen, weil der erste Bezahl-DLC, den es gab, damals gab es einen mega Aufschrei, deswegen, heutzutage ist es Standard. Ne? Heutzutage macht das jeder, aber damals war das noch was ganz Besonderes. Ich habe mich letztendlich auch noch nicht entschieden, wie lange die Folgen werden. Diese Woche werden es höchstwahrscheinlich, ja, also ich wage mal die Behauptung aufzustellen, dass wir insgesamt immer so zwischen 20 und 30 Minuten landen werden. Es macht natürlich Sinn, bei einem so gewaltigen Open-World-Rollenspiel wie Oblivion eher so auf die 30 Minuten zu schielen, aber da ich nicht garantieren kann, dass ich das zeitlich in der Woche immer unterkriege, geht mal davon aus, dass wir irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten pro Folge landen werden und dass die Folgenlänge im Zweifelsfall da ein kleines bisschen variieren wird. Die erste Folge wird höchstwahrscheinlich sowieso wieder ein bisschen länger sein als alle anderen, weil da ist der Prolog, da ist das Intro, da ist die Einleitung, wo ich erstmal so ein bisschen was dazu erzähle, was es mit diesem Projekt hier letztendlich überhaupt auf sich hat. Dann haben wir natürlich die Charaktererstellung, das sind alles so Sachen, das kann man im Großen und Ganzen, kann man das in der ersten Folge abhandeln, dann ist die halt ein bisschen länger und danach pendelt sich das Ganze dann rein theoretisch ein bisschen ein. Jetzt habe ich aber auch genug gequatscht. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz irritiert, dass das Spiel jetzt auf einmal so leise ist, nachdem mir hier beim Intro gerade fast die Ohren abgefallen sind. Wird auch das erste Elder Scrolls Spiel, wo ich hier mit Facecam zu sehen bin, es sei denn ihr sagt, boah, Rio, nimm die Hackfresse da weg. Dann mache ich das natürlich. Und zwar dann halt ab dem Moment, wo ich entsprechende Kommentare gelesen habe. Das heißt, ich lese eure Kommentare, ich werde auch auf eure Vorschläge reagieren. Ihr könnt mir auch unten in den Kommentaren natürlich irgendwelche Tipps schreiben oder sagen, Mensch, Rio, geh mal dahin, mach mal dies und das. Wie gesagt, vollkommen blind. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich versuche, habe ich zumindest bei Morrowind und bei Skyrim, habe ich versucht, möglichst alle Quests mitzunehmen oder möglichst viele Quests zu machen. Also ein möglichst vollständiges Let's Play hier abzuliefern. Dementsprechend viele Folgen von den beiden anderen Spielen finden sich natürlich auch auf dem Kanal. Ich werde versuchen, hier einen ähnlichen Anspruch geltend zu machen, aber ich kann es halt nicht garantieren. Man kann immer mal was übersehen. Von daher, ich sage einfach mal, alles, was ich an Quests finde, werde ich versuchen, auch irgendwie abzuschließen. Das heißt aber nicht, dass ich alle Quests finde, die das Spiel zu bieten hat. Es sei denn, ich konsultiere zu gegebener Zeit einen Guide oder ihr schreibt mir halt, wo ich hin muss, wo ich noch was übersehen habe, wo ich eventuell hier noch was entdecken könnte. So. Rasse kaiserlicher, lassen wir mal so, klassisch. Ne? In Skyrim waren wir ein kaiserlicher und in Morrowind waren wir es auch. Aber das Gute daran, dass Morrowind erst jetzt rumspackt, sage ich mal, ist, dass wir im Bloodmoon Add-on waren. Also wir haben die Hauptstory von Morrowind haben wir fertig und das Tribunal Add-on auch, was ja die Hauptstory quasi weitererzählt, um Almalexia, Sotasil, Vivek, den Nerevarin und Dagoth Ur. Das ist ja quasi Bloodmoon, soweit ich das gesehen habe, stand ja so ein bisschen außen vor. Also es ist zwar schade, falls es letztendlich so laufen sollte, dass wir das nicht mehr spielen können, dass ich das nicht mehr nachholen kann, weil ich die technischen Schwierigkeiten halt nicht in den Griff kriege, aber es wäre jetzt nicht das Ende der Welt, weil die Hauptstory, die haben wir auf jeden Fall drin gehabt und das war schon mal wichtig. So, wie heißt denn unser Charakter? Unser Charakter heißt natürlich Rio, unser Charakter heißt immer Rio, wird dementsprechend natürlich auch geschlechtsmännlich sein. Ich glaube, die Auswahl habe ich auch gar nicht gerade hier, oder? Sieht zumindest nicht so aus, als ob ich auswählen könnte, als ob ich als Männlein oder als Weiblein spielen will. So, wir waren immer kaiserlicher, wir werden immer ein kaiserlicher sein. So, mit unseren Haaren, bin ich noch nicht so ganz einverstanden. Oh mein Gott, das sieht ja alles scheiße aus. Ich bin so froh, dass das Spiel aus der Ego-Perspektive gespielt wird.
Gott, das ist, Ich nehme es einfach mal so hin. Gibt es diesmal gar keine Möglichkeit? Doch, Gesicht, oder? Warte mal. Gibt es in Oblivion keine Bärte? Da ist der Bart. Oh mein Gott. Das sieht aus, als hätte ich mir einer ins Gesicht geschissen. Oh Gott. Ein I, geh weg. Kann ich das irgendwie wieder einfach rück... Einfach alles zurück auf Anfang, bitte. Das ist ja grausam. I. Das ist schon ein toller Start. Das ist ein richtig toller Start hier. Alter. Pausbäckchen? Keine Pausbäckchen. Pausbäckchen? Keine Pausbäckchen. Alter, der sieht wesentlich männlicher aus als das Ding hier. Ich weiß nicht, was jetzt so. Ja, so ein bisschen auf Mischung. Das ist, Gott sei Dank sehen wir das nicht so oft im Spiel. Das ist ja grausam. Darauf muss ich ja mal einen Schluck trinken. Meine Fresse. Toller Start, echt. Seid ihr sicher, dass ihr Folgendes sein möchtet? Kaiserlicher? Ja? Quest angefügt. Entkommt aus dem Gefängnis. 27th auf letzter Samen. Dritte Ära 433. Vorwärts bewegen mit W, rückwärts bewegen mit S, nach links bewegen mit A, nach rechts bewegen mit D, umdrehen mit der Maus, rennen mit der linken Umschalttaste. Okay, rechts ist blocken, links ist zuschlagen. Das ist ja schon mal spannend. Ich muss die Steuerung erstmal ein bisschen ausprobieren. Ich habe ein, zwei Änderungen in der Steuerung im Vorfeld schon gemacht. Das muss ich erstmal durchschauen, wie genau die funktionieren. Ja, es gab zum Beispiel, es gab aktivieren und es gab benutzen. Und ich habe keine Ahnung, welches davon welches war. Deswegen habe ich es einfach entsprechend... ich glaube, das muss ich ändern. Das fällt ja unter Steuerung, ne? So, hier. Aktivieren machen wir mal auf E, benutzen auf Q. Okay. Ja, nu. Ich lerne halt noch. So, hier haben wir ein paar Ketten. Das habe ich natürlich alles schon ins Inventar genommen. Oh Gott, das sieht so furchtbar aus. Das tut mir so leid. Klasse Gefangener. Ja, finde ich klasse. So, Lebensenergie. Die Schadenswänge, die ihr wegstecken könnt. Schlaftränke oder Zauber könnt ihr Lebensenergie wiederherstellen. Die Magie generiert sich abhängig von eurer Willenskraft. Ausdauer gibt an, wie müde ihr seid. Niedrige Ausdauer beeinträchtigt Wirksamkeit eurer Angriffe, besonders im Nahkampf. Da sind unsere klassischen Attribute. Alle vorhanden. Wunderbar.
Dann können wir beim Level-Up vielleicht nochmal gucken, was genau die alle... Das sind insgesamt weniger, oder? Fraktionen, Statistiken. Aha. Zitternde Inseln. Gut, daraus schließe ich, dass der DLC hier inkludiert ist. Da war ich mir nämlich ehrlich gesagt nicht sicher. Weil Shivering Isles ist ja eins der Add-ons für dieses Spiel. Dass hier zwischen Ruhm und Infamie unterschieden wird, finde ich interessant. Finde ich spannend, finde ich eigentlich auch korrekt. Ne, weil Ruhm und Infamie gehen in die gleiche Richtung, bedeuten aber tatsächlich unterschiedliche Sachen. Ne? Entdeckte Orte, beknackte Schlösser, gefangene Seelen mit geschlossener Oblivion-Tore. Ladeninvestitionen, Häuser im Besitz, Pferde im Besitz. Das erzählte Witze. Okay. Also ein Teil dieser Statistiken klingt relativ interessant. Da. So, wie ist sonst die Lautstärke? Nochmal. Jo, okay, das ist noch ein bisschen laut. Das ist wahrscheinlich Sprachlautstärke, ne? Die nehme ich mal ein bisschen zurück. So, und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Quest aktualisiert. Eure Ausdauer ist niedrig und ihr könnt im Handgemenge nicht mehr viel Schaden anrichten. Die Ausdauer kehrt langsam von selbst zurück, besonders dann, wenn ihr geht, anstatt zu rennen. Der grüne Balken unten links zeigt eure aktuelle Ausdauer an. Ja, das ist bekannt. Ich mache hier gerade noch... So, wie stecke ich die Waffen wieder weg? Waffen wegstecken ist doch bestimmt relevant. Das mussten wir nämlich in... Ich weiß nicht, ob wir es in Morrowind mussten, aber in Skyrim auf jeden Fall. Aber es gibt hier anscheinend kein Waffe wegstecken, ne? Na gut. Ich muss mich einfach reinfuchsen. Ich muss erstmal im Spiel ankommen. Die Sache ist halt, ich bin immer noch so ein bisschen... Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Lautstärke. So, wenn er nämlich macht, ist er lauter als ich laut OBS. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Also ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach erstmal, was passiert. Ich setze mich ein bisschen anders hin. Zeig dabei mal mein schönes T-Shirt hier. So, dann. So, das finde ich jetzt schon wieder sehr leise. Ach, scheiß drauf, das wird schon passen irgendwie. Oh, was kriegen wir alles hin? Sieh mal an, ein Kaiserlicher im kaiserlichen Gefängnis. Ob sie jetzt wohl die Trümpfe ziehen? Eure eigenen Leute glauben, ihr seid menschlicher Abfall. Wie traurig. Ich wette, die Wachen lassen euch vor dem Ende noch eine Spezialbehandlung zukommen. Oh, das stimmt. Ihr werdet hier drinnen sterben, Kaiserlicher. Ihr werdet sterben. Kaiserlicher krimineller Abschaum wie ihr wirft ein schlechtes Licht auf das Kaiserreich. Wisst ihr? Ihr seid eine Schande. Es wäre besser, ihr würdet einfach verschwinden. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Nein, sie sind tot. Ich weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Moin. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Ich setz mich einfach hier hin. Gefangener,
Tritt zur Seite. Zum Fenster. Bleib aus dem Weg und dir passiert nichts. Gefangener, weg von der Tür. Zum Fenster, sofort. Gefangener, geh zum Fenster, sofort. Ich bin beim Fenster, sofort. Oh, tut mir leid, weiß nicht. Bleib, wo du bist, gefangen. Ich war einen Zentimeter zu nah am Tisch, oder? Noch nicht aus der Sache heraus. Ihr, ich habe euch schon einmal gesehen. Mich? Lasst mich euer Gesicht sehen. Alter, warum ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft. Der redet sehr laut. Das ist übrigens, Käufer Uriel Septim steht da unten. Was geht hier vor? Was willst du eigentlich, Alter? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Und was ist mit deinem Gesicht nicht richtig? Wer bist du? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Okay. Warum bin ich hier? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle. Denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Nicht? Was soll ich denn tun? Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Hütet euch, denn vor dem Ende werdet ihr viel Blut und Tod sehen. Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Ich muss noch mal... Das ist alles sehr laut hier. Also mach mal so. Besser offen lassen. Von der anderen Seite ist ein Fenster. Ich finde das spannend, dass das Gespräch mit ihm, da ist es, da war die Stimme so unglaublich laut und wenn es hier Umgebungsgeräusche sind, dann hörst du sie fast gar nicht. Also ich zumindest. Moment, ich muss noch mal kurz. Entschuldigung, das musste kurz sein. So, haben wir eigentlich, ich muss mal gucken, haben wir das Spiel wie Athletik? Ja. Gut. Bietet es sich ja an, zu laufen, ne? Wo immer ich kann. Ah, okay. Skill-Athletik, aber ich verbrauche keine Ausdauer durchs Laufen? Was ist denn das für ein Quatsch? Dann kann ich ja theoretisch immer laufen, ne? Kann ich das irgendwie umschalten? So immer laufen? Gibt es das? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr darauf ausgelegt, dass es auf Konsolen läuft, oder? So, jetzt habe ich immer laufen drin. So ein bisschen Athletik skillen schon mal. Geschwindigkeit ist, glaube ich, eine gute Sache. Da, Lies, beschützt den Kaiser. Erledigen wir sie. Erledigen wir sie. Was ist los? Werdet ihr müde? Wer hier gehört? Seid ihr in Ordnung, Herr? Wir sind in Sicherheit, vorerst. Hauptmann Renault. Sie ist tot. Tut mir leid, Herr, aber wir müssen weiter. Geht ihr schon mal weiter? Ich zolle den Leichen meinen letzten Respekt. Aber zum Umkehren ist es jetzt zu spät. Seid unbesorgt, Herr. Wir werden.
Sie wären nicht die Ersten, die die Klinge unterschreiben. Ich passe auf. So, wo ist denn mein Inventar? Ne, jetzt mal ernsthaft, wo ist mein Inventar? Ich muss doch hier ein Inventar haben irgendwo. Oder steht mir das noch nicht zur Verfügung, weil das Spiel es mir noch nicht erklärt hat? Versucht nicht, uns zu folgen. Drück die Taste F. Ah, F ist Waffe wegstecken. Bah! I! Hey! I! Ratten! Rattenfleisch. Ich hab den Schmidt, ne? So, Tab und das Journal zu öffnen. Hier könnt ihr die Attribute eures Charakters einsehen. Euch mit Rüstung und Waffen aus und das ist eine Lüge. Klickt auf das Faustsymbol unten im Journal um das Inventar. Ah. Da ist das Inventar. Ja, das müssen wir auch erstmal klären. So. Was ich toll fände, wäre halt, wenn man mir jetzt erklären würde, was diese Symbole hier oben bedeuten. Ich meine, ich gehe davon aus, dass das Schwert Schaden ist, das Herz ist Zustand der Waffe und das ist Gewicht, vermute ich mal. Aber was ist denn das hier? Wert? Dementsprechend möchte ich natürlich das Katana hier ausrüsten. Okay, und die Rüstung, die ich gekriegt habe, die ich eingesammelt habe, die schützt überhaupt nicht. Also brauche ich die auch nicht ausrüsten. Das ist ein bisschen schade. So, dann sind das hier die Zauber, ne? Dann habe ich. Was habe ich denn gezaubert? Ah, leichte Wunden heilen ist ausgewählt. Das ist als grundlegender Startzauber erstmal gar nicht so dumm. Okay, warte mal. Zaubern war. Und die Magika regeneriert sich gleich wieder. Das ist doch super, ist das. Boah, die haben abgeschlossen. Die Sausäcke haben abgeschlossen. So, ihr müsst mir auf jeden Fall Feedback geben, ob ich hier unten in der Ecke störe, weil da steht halt immer, was das für ein Gebiet ist hier, ne? So, da könnte ich durch noch ein paar Ratten vermöbeln. Aber ich kann mir natürlich auch diese Kappen hier noch mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob ich die noch verkaufen kann oder irgendwas. Ich bin gerade nur ein bisschen entsetzt, dass Hauptmann Renault offenbar nackt ihren Dienst angetreten hat. Ich kann hier nämlich die Klamotten nicht ausziehen. Rostige Eisenstreitaxt. Na, das Zeug nehme ich mal mit. Schleichenfähigkeit verbessert. Das ist schon mal cool. Zum weiteren Stufenaufstieg müsste die Hauptfertigkeiten der Klasse trainieren. Woran sehe ich denn die Hauptfertigkeiten? Woran sehe ich, welches die Hauptfertigkeiten sind? Hier ist nichts als Hauptfertigkeit markiert. Oder sind die Hauptfertigkeiten halt diese Sachen hier, schwere Rüstung, also alles, was nicht auf 5 startet quasi. Ich muss gerade ehrlich sagen, aua! Aua! Ganz ehrlich sagen, so die Musik im Hintergrund oder sowas hört sich so gut wie gar nicht.
Ah, es ist gerade am Anfang ist es relativ schwer einzuschätzen, wie ich das alles einstellen muss. Das ist einfach so eine Sache, das müssen wir alles ausprobieren. Hier im Sack ist ein Pinsel. Ein Lederschild. Warte mal, ich habe eine einhändige Waffe, dann kann ich doch bestimmt auch ein Lederschild tragen. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus hier. Sechs Dietriche, eine Fackel. Ja, nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Ich bin angenehm überrascht. So, ich hätte ganz gerne auf Schaden sortiert. Aber auf Schaden sortiert ist gut. Und hier musste ich natürlich die Kleidung sortieren, war auf Rüstung natürlich. Sieht zwar scheiße aus, aber ja, so wird ein Schuh draus, ne? Da sieht man auch mal, was wir hier angelegt haben.